Ja, ich begrüße euch hier recht herzlich zu meinem Vortrag Entscheidende Kriterien zur Beurteilung der Corona-Pandemie. Der geht an sich länger, das heißt, ich muss mich hier und da kurz fassen. Normalerweise habe ich den immer freigehalten, das ist heute nicht möglich. Ausgangspunkte sind dieses Vortrages erstens, dass die Existenz eines neuen Coronavirus nicht grundsätzlich bestritten wird. Und zweitens, dass wenn eine wirklich schwerwiegende Pandemie vorliegt, dass dann außergewöhnliche schwerwiegende Maßnahmen durchaus gerechtfertigt sein können. Ja, aber das muss sich dann wirklich um ein tödliches Virus handeln, was so gefährlich ist, dass man eben das gesellschaftliche Leben wirklich radikal darauf einstellen muss. Ja, viele entschieden sich bei Beurteilung zu Krisenbeginn aus dem Bauch heraus, ob sie all diesen Ausführungen, die damals und auch natürlich bis heute von den Massenmedien zu uns kamen und von der Politik, ob sie dem glauben oder nicht, und blieben dann in der Regel auch dabei. Es gibt da durchaus schon gewisse Bewegungen in immer mehr in die Richtung der Kritiker, aber das ist sozusagen ein fließender Prozess. Ich meine, wer kannte sich schon in den Feldern wie Infektiologie, Virologie, Inzidenz und so weiter aus, beziehungsweise hatte die Zeit, nach einem 40-Stunden-Job sich dann damit noch auseinanderzusetzen? Letztlich war das eine Vertrauensfrage, ganz klar, und das kann man erstmal auch niemandem vorwerfen, dass er erstmal dem vertraut, was sozusagen die Massenmedien kundtun und was die Politik ja dann auch ganz deutlich unterstreicht. Ja, die angenommene Parteienpluralität hat eigentlich die Aufgabe, gesellschaftspolitische Entwicklungen im Großen zu kontrollieren. Ja, davon gehen alle aus, oder sagen wir mal viele. Und deswegen war wahrscheinlich dann auch so die Meinung, naja gut, also wenn die Linken hier nichts sagen, dann wird das schon irgendwie stimmen. Oder wenn die FDP nicht so viel sagt, also irgendwie, ne, dann wird das schon alles so seine Richtigkeit haben. Das war wahrscheinlich die Denke von vielen Leuten. Und die, die halt von rechts kamen, die wurden halt sehr schnell ins Abseits gestellt, beziehungsweise also die AfD hat ja als einzige Partei eigentlich, wenn auch nicht homogen und auch nicht von Anfang an, aber war die einzige im Bundestag vertretene Partei, die da teilweise kritische Stellung bezogen hat. Ansonsten kam ja der Widerstand von der Straße, beziehungsweise von unabhängigen Wissenschaftlern, Doktoren und so weiter, aber die wurden ja dann sehr schnell auch alle als Aluhutträger oder rechtsverstrahlt oder wie auch immer bezeichnet. Ne? Das Infektionsgeschehen ist ein dynamischer, sich weiterentwickelnder Prozess. Ständig kriegen wir neue Infos, es kommen ständig neue Vorkommnisse vor, die in irgendeiner Weise gedeutet werden, neue Gesetze werden gemacht, Verordnungen und natürlich auch die Maßnahmen. Und das hat zu einer totalen Unübersichtlichkeit und natürlich Überforderung des Einzelnen geführt, mal ganz abgesehen von dem ganzen Stress, den wir sowieso haben mit den ganzen Maßnahmen, ja, und mit den ganzen Ableitungen, die sich daraus ergeben haben. Seien das Verwandte, die im Krankenhaus gestorben sind, von denen man sich nicht verabschieden konnte, seien das weinende Kinder, die unter diesen Bedingungen einfach wirklich teilweise in Depressionen verfallen und so weiter. Wie gesagt, alles Dinge, die hingenommen werden müssten, wenn wir eine absolut gefährliche Pandemie hätten, die diesen Namen verdient, dann müsste man vermutlich tatsächlich so handeln. Ja, das ist dann sozusagen das kleinere Übel. Und darum geht's halt heute hier, das zu prüfen, inwieweit das der Fall ist. Zumal ja auch zunehmend gesundheitsfremde Kriterien eine Rolle bei der Haltung zur Pandemie beziehungsweise zu den Maßnahmen spielen. Die sogenannten unveräußerlichen Grundrechte werden jetzt zunehmend veräußerlicht. Ja, also man kann sie nur noch wirklich leben und auch nur teilweise, wenn man sich halt bestimmten Handlungsprinzipien unterwirft beziehungsweise wenn man sich impfen lässt. Die Methodik dieses Vortrages ist daher eine kritische Bestandsaufnahme, eine Analyse der Voraussetzungen und Anfänge für diese Pandemie. Ja? Weil, sagen wir mal so, wenn das Fazit ist, okay, das ist plausibel, ja,
das, was wir hören von den Politikern, von der Politik, wenn das plausibel ist und nachvollziehbar, dann würde das zu einer Vertrauensbildung beitragen. Dann würde man zähneknirschend als Zweifler oder als Skeptiker sagen, naja gut, muss wohl sein, da müssen wir durch und dann sind wir sozusagen solidarisch. Ja, dieser Solidaritätsbegriff, der heutzutage bedeutet, dass man Maske trägt, möglichst flächendeckend etc. pp. Ja, man konnte ja auch in der Taz die Schlagzeile lesen, die Maske ist links. Ja, das ist ein interessantes Statement. Und auch im Wort zum Sonntag hieß es, Impfung ist Nächstenliebe. Ja, gut, das nur nebenbei. Wenn sich aber bei dieser Bestandsaufnahme herausstellt, dass es Lücken gibt, ja, oder Unstimmigkeiten, unbekannte kritische Fakten, ja, dann würde das natürlich weiterhin zu einem Vertrauensabbau führen und würde ein kritisches Hinterfragen sämtlicher Entwicklungen, die daraus entstanden sind, natürlich nach sich ziehen. Jedenfalls bei denjenigen, die den Mut haben, da auch hinzugucken. Ich habe viel Verständnis für die Leute, die sagen, lass mich mit dem Thema in Frieden. Ja? Ich bin froh, wenn ich nach 40 Stunden Arbeit noch einigermaßen sowas wie Entspannung erfahren darf. Also die Leute kann ich als absolut verstehen. Ja? Das ist ein großes Problem mit der Vermittlung. Ja, deswegen, wie gefährlich ist SARS-CoV-2, ist heute das Thema. Und daran anschließend stellen sich natürlich zwei weitere Fragen, die wir heute hier nicht klären können. Das wäre dann eigene Recherche. Zweitens, sind die Maßnahmen geeignet, erforderlich und verhältnismäßig? Das sind die drei Prinzipien, die aus dem sogenannten Übermaßverbot stammen. Das ist sozusagen eines von vier allgemein rechtsstaatlichen Prinzipien, das Übermaßverbot. Wie gesagt, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Und die Geeignetheit zerfällt quasi jetzt noch in zwei Unterpunkte in Bezug auf die Maßnahmen und auch in Bezug auf die Impfung, nämlich sind die Maßnahmen bzw. ist die Impfung nützlich? Und ist oder sind sie sicher? Ja, das sind ja zwei verschiedene Parameter, die aber beide unter das Stichwort Geeignetheit fallen. Sind die Maßnahmen erforderlich? Und das bedeutet alternativlos. Ja, denn wenn man mit geringeren Mitteln das gleiche Ziel erreichen kann, dann sind sie halt nicht erforderlich, sondern dann könnte man auch eben alternativ damit umgehen. Und der dritte Punkt, die Verhältnismäßigkeit, das ist ein Abwägen der Vor- und Nachteile. Ein Thema, was, glaube ich, bei allen soweit angekommen ist, muss ich nicht weiter drüber referieren. Und bei der Impfung stellen sich eben auch diese Frage nach Nützlichkeit, Sicherheit, Verhältnismäßigkeit und Alternativlosigkeit. Okay, fangen wir an. Wir fangen an mit der Pandemie-Definition. Allgemein heißt es, dass sowohl das Ausbreitungs- als auch das Gefahrenpotenzial ein kritisches Maß überstiegen haben muss. Es gibt durchaus Viren, die sind sehr ansteckend, aber ungefährlich oder zumindest nicht so gefährlich, dass reihenweise Leute dran sterben. Also ich erinnere da an den Herpesvirus, ja, den haben über 90% der Bevölkerung. Da gibt es zwar auch schlimme Formen von, zum Beispiel die Gürtelrose, und da stirbt auch schon mal jemand dran, aber deswegen wird keine Pandemie ausgerufen. Umgekehrt gibt es Viren, die sind tödlich, aber kaum ansteckend. Ja, also es müssen beide, Lepra gehört da zum Beispiel dazu, es müssen beide Kriterien erfüllt sein eigentlich, um eine Pandemie auszurufen. Also die Gefährlichkeit oder die Tödlichkeit und die Verbreitung, ja. 2009 wurde die Definition geändert. Und dazu gucken wir uns jetzt mal das erste Video an. Ich muss hier immer ein bisschen vorbereiten. Ich bitte da um ein wenig Geduld. Okay, Ton. Am 11. Juni ruft die WHO den höchsten Level einer Pandemie aus. Ich habe daher entschieden, die Pandemie-Warnstufe von Phase 5 auf Phase 6 anzuheben. Phase 6 bedeutet,
Die Mitgliedstaaten der WHO sollen ihre nationalen Pandemiepläne in Kraft setzen, Impfstoffe und Medikamente bestellen. Es ist die höchste Warnstufe, aber nach neuen Kriterien. Im Mai 2009 streicht die WHO zwei wesentliche Punkte der Pandemie-Definition. Früher waren eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen in mehreren Staaten Bedingung. Das ist heute nicht mehr so. Nun reicht zur Ausrufung einer Pandemie, dass sich der Erreger schnell und massiv in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen ausbreitet. Ich glaube, dass die WHO hier einen Fehler gemacht hat, dieses so zu ändern, weil das Wort Pandemie in der Bevölkerung dann dicht an dem Wort Panik dran ist und genau dieses auslöst. Es wäre besser, der Schweregrad wäre einbezogen. Aber im Vergleich zu dem, was wirklich passiert, ist das alles hier völlig überzogen. So, der Mann spricht von Schweregrad. Er hätte es vielleicht etwas konkreter formulieren sollen. Hier geht es eben genau um die Gefährlichkeit und die Ausbreitung. Ja? Ich wiederhole nochmal, damit das wirklich deutlich wird, wie da geändert wurde. Ja? Früher war die Formulierung, eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen in mehreren Staaten muss gegeben sein, um eine weltweite Pandemie auszurufen. Ja? In mehreren Staaten, das ist verändert worden in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen. Das kann man noch nachvollziehen. Also zur Erklärung, die WHO-Regionen, die sind in etwa die Kontinente, nicht genau, aber in etwa. Und in mehreren Staaten, das hätte man auch so verstehen können, ja, was weiß ich, Missouri und Minnesota. Ja, das wäre aber dann nur auf einem Kontinent gewesen, in den USA. Und deswegen haben sie das sozusagen erweitert. Zwei der sechs WHO-Regionen heißt auf zwei verschiedenen Kontinenten im Grunde. Das kann man noch nachvollziehen. Aber die beiden anderen Punkte fallen völlig weg. Nämlich sowohl die schweren Verläufe, ja, als auch die Todesfälle. Die werden einfach gestrichen. Was jetzt nur noch nötig ist, ist der Nachweis über die Verbreitung eines Virus. Ja, also die Gefährlichkeit fällt total weg. Es geht nur noch um die Verbreitung. Und das ist eine sehr merkwürdige Geschichte. Und da hören wir jetzt noch mal rein in diese wunderbare Doku von Arte. Genf, Sitz der Weltgesundheitsorganisation. 1948 wurde die WHO gegründet. 193 Staaten gehören ihr an. Sie koordiniert für die Vereinten Nationen ein international bestmögliches Gesundheitswesen und soll Krankheiten bekämpfen. Ganz kurze Zwischenbemerkung. Es wird gleich ein wichtiger Vertreter von der WHO sprechen. Achtet mal auch auf dessen Körperhaltung. Ja? Die ganze Art, wie der auftritt. Dominique Legros ist Krisenmanager bei der WHO. Der Mediziner war mitverantwortlich, als die oberste Gesundheitsbehörde entschied, welche Maßnahmen gegen die neue Grippewelle ergriffen werden sollen. Hier sind wir in den Krisenräumen der WHO in Genf. Mit einem Saal hier oben und einem großen Saal, der jedes Mal, wenn es eine Krise gibt, genutzt wird. Insbesondere im Falle einer Epidemie, wie nun bei der Grippepandemie. Der Franzose arbeitet seit 5 Jahren bei der WHO. Krisen sind sein Alltag. Die Ausrufung der Schweinegrippe als Pandemie scheint für ihn eher ein bürokratischer Vorgang zu sein. Klar definiert und notwendig. Die Entscheidung, die Phase von 4 auf 5 und dann auf 6 anzuheben, wurde aufgrund von technischen Kriterien gefällt, die im Vorfeld, vor allem im Hinblick auf die geografische Ausweitung, definiert worden sind. Wie viele Menschen weltweit sterben oder schwer erkranken, ist kein Kriterium mehr für eine Pandemie. Die Maßnahmen, die die meisten Staaten nach ihrer Ausrufung ergreifen, sind aber vor allem darauf ausgelegt. Warum die Definition so grundlegend geändert wurde, ist unklar. Hören Sie, das wurde nicht einfach so ausgewählt. Vielleicht macht man sich bei der nächsten Pandemie mehr Gedanken. Jetzt, nach dem technisch-epidemiologischen Terminus, ist die Pandemie eine globale Krankheit. Ob das genau bei einer Grippe zutreffend ist, das muss man noch einmal überprüfen. Das ist ein Teil des Lernprozesses. Das wird man beim nächsten Mal vielleicht anpassen. Sich mehr Gedanken machen bei der nächsten Pandemie?
Das Anheben auf Phase 6 bedeutet Investitionen in Milliardenhöhe. So, soweit also der Herr von der WHO. Mit einem Schulterzucken antwortet er eigentlich auf diese absolut wichtige Frage. Und wie wir alle wissen, ist es bis heute nicht geändert worden. Also dieser Lernprozess hat nicht stattgefunden. Und um es nochmal deutlich zu sagen, wäre diese Umdefinition nicht passiert, hätte man bei SARS-CoV-2 überhaupt nicht eine Pandemie ausrufen können. Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, kleiner Einschub, es ist halt eine sehr komplexe Thematik, deswegen ist ein strukturelles Vorgehen ganz, ganz wichtig. Und deswegen, soweit jetzt der Vortrag die Ausprägung der Pandemie betrifft, geht es hier jetzt erstmal nur um Deutschland. Ja, ich weiß, das ist ein weltweites Phänomen und da müsste man auch was dazu sagen. Ich sage jetzt nur eine Sache dazu, weil man sich sonst verzettelt. Ein Virus verhält sich A im gleichen Zeitraum und B in geografisch nah beieinander liegenden Ländern gleich. Kommt es zu deutlichen nationalen Unterschieden beim Infektions-, Erkrankungs- und beim Todesgeschehen, muss dies in der Regel an anderen Faktoren liegen. Das ist ganz wichtig, ja. Also man kann noch sagen, wenn es auf verschiedenen Kontinenten auftaucht und da möglicherweise unterschiedliche Fallzahlen und so weiter evoziert, dann kann das auch an genetischen Gründen liegen der Einwohner. Ja, ganz einfaches Beispiel ist, was ja sicher viele wissen, was die Spanier damals einschleppten in Südamerika. Da sind also massenhaft die indigenen Völker dezimiert worden, weil ihr Immunsystem einfach nicht darauf vorbereitet war. Ja, aber erstens leben wir heute in einer globalen Welt, wo das sich sowieso alles mehr und mehr vermischt durch den ganzen Flugverkehr und durch die ganzen Reisen. Und zweitens, wie gesagt, habe ich ja gesagt, bei nah aneinander liegenden Regionen muss sich ein Virus gleich verhalten. Das kann gar nicht sein, dass die Italiener da sozusagen anfälliger sind für dieses Virus und wir nicht oder die Dänen nicht oder die Holländer nicht. Das kann einfach nicht sein. Das hat dann andere Faktoren und da gibt es auch eine Menge, ja, die zu diesen ganz diesen Bildern in Italien geführt haben. Aber wie gesagt, dazu komme ich jetzt nicht. Das ist ein eigenes Thema. Wir bleiben bei Deutschland. Und wir bleiben bei dem, was diese Pandemie zur Pandemie macht, nämlich den beim PCR-Test. Der PCR-Test ist genau das, ja, Element, was sozusagen es möglich gemacht hat, diese Pandemie auszurufen. Deswegen ist es wichtig, sich genau den genauer anzugucken. Richtigstellung vielleicht, alle reden vom PCR-Test. In Wahrheit ist es ein SARS-CoV-2-Test auf Basis der PCR-Methode. Ja? Denn der Herr Drosten hat ja die PCR-Methode nicht erfunden, sondern ein gewisser Carey Mullis. Ja? Und die kann man auch nicht nur benutzen in Bezug auf atemwegsrelevante Viren. Ja? Die ist sozusagen weiterhin, also in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Aber diese Methode ist halt benutzt worden oder ist Grundlage für das, was der Herr Drosten sozusagen da zusammengestellt hat, möchte ich mal sagen. Der Test basiert letztlich auf drei Patienten, auf drei, ja. Das ist krass. Und zwar wurden bei diesen drei Patienten sogenannte Lungenlavagen durchgeführt. Das sind Lungenauswaschungen. Da wird das gesamte Sekret sozusagen herausgeholt und wird dann einer DNA- und RNA-Analyse unterzogen. Und zu diesem Vorgang habe ich auch einen kleinen Beitrag, den möchte ich hier jetzt auch gern mal abspielen. Und zwar war das im Rahmen einer Anhörung im Bundestag, eine Anhörung von der AfD. Und die Sprecherin ist die Naomi Seibt.
So, dann kam die erste Publikation zur Genomvorstellung erst im Februar raus. Es gab schon vorher Sequenzvorschläge, die dann aber wieder zurückgenommen worden sind. Und dann, das hier war die erste Studie aus China. Und jetzt erkläre ich Ihnen mal, wie das gemacht wurde überhaupt. Und zwar wurde bei einem Patienten wurde aus der Lunge, aus der Bronchiallavage, wurde er die gesamte RNA entnommen, also quasi sein Sekret, wurde dann eine Probe entnommen und da ist dann die gesamte RNA drin. Die wurde dann in cDNA umgewandelt und dann wurden Moleküle einer Länge von bis zu, also vielleicht so 20 bis 150 Nukleotiden sequenziert. Was bedeutet das jetzt genau? Das ist wichtig, das zu verstehen, weil das gesamte Genom, das sie dann erstellt haben für das Coronavirus, das ist circa 30.000 Nukleotide lang. Und das haben die erstellt aus RNA-Fragmenten, kleine Stücke, Bruchstücke, die die in der ganzen Speichelprobe oder Lungenprobe gefunden haben. So, dann haben die diese ganzen kleinen Bruchstücke, die gefunden haben, in einen Computer, mithilfe eines Computeralgorithmus aufaddiert und an ein Genom angepasst, an ein Alignment angepasst, also ein quasi eine Art Bauplan, das sie sich vorher überlegt haben nach dem Beispiel des 2003-Virus und haben dann festgestellt, ja okay, so ungefähr könnte man das hier zusammenbauen alles und dann sieht das so aus wie das damalige Coronavirus, bisschen anders noch und wir haben jetzt auch nicht alle RNA-Sequenzen, alle Stücke dafür gefunden, die schieben wir jetzt in dem Computer einfach noch mit rein. Und dann haben die daraus dann Computer mit einem Computermodell das Coronavirus konstruiert. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Deswegen habe ich hier noch eine andere Quelle für euch. Ich rufe die gerade mal auf. Das, was wir jetzt uns kurz zu Gemüte führen, ist ein Textauszüge aus einem Laborbericht, ja, der also unter diesen beiden Links, die hier in Blau dargestellt, zu finden ist. Das eine ist halt vom National Center for Biotechnology Information und das andere ist The New England Journal of Medicine. Also das sind wirklich renommierte Institute, die sich darauf beziehen. Und die haben sozusagen das kommentiert, was die Frau Seibt hier, sie haben nicht das kommentiert, was sie gesagt hat, sondern sie haben sich denselben Inhalt bezogen. Und ich habe da mal die wichtigsten Sachen rausgenommen. Es war übrigens sehr schwer, diese Quelle zu finden. Und da gehen wir jetzt mal zusammen durch. Das ist Englisch, aber das muss man sich einfach mal reinziehen. RNA extracted from bronchoalveolar lavage fluid, also das ist diese Lungenwäsche, von der ich vorhin erzählt habe, ja, Lungenlavage, and culture supernatants was used as a template to clone and sequence the genome, ja. Und hier ist auch noch die Rede with the use of the CLC genomic software, version 461, ja. Okay, und darunter ist die Rede davon, it was used to fill genome gaps, also Lücken in der DNA einer kompletten Virussequenz, die ja, wie wir jetzt erfahren haben, bis zu 30.000 Nukleotide umfasst. Ne, die konnten halt nicht gefunden werden, sondern nur immer wenige Schnipsel und damit ist dann gearbeitet worden. Und das musste sozusagen ergänzt werden und das wurde am Computer gemacht. Anders ist es auch gar nicht vorstellbar, weil das unglaublich schnell ging, da komme ich nachher noch drauf. Dann muss ich die Frau Seib korrigieren. Der aufmerksame Zuhörer oder Zuhörerin hat ja gesagt, es waren 7 Patienten, nein, es waren nur 3. Und davon also 2 Frauen und ein Mann. Nur einer ist gestorben, die anderen 2 sind nach 14 beziehungsweise 28 Tagen wieder entlassen worden. Und auch hier gibt es ganz interessante Dinge. Hier möchte ich erwähnen, dass, und hier kommen wir schon auf den CT-Wert, da wird es nachher noch drum geben, dass hier ein CT-Wert benutzt wurde, der höher als 34 war. Vielleicht merkt ihr euch die Zahl mal, da kommen wir später noch da drauf. Ja. Und hier steht, the isolated virus
was named, ja. Und das ist das, was halt falsch ist. Der ist nie isoliert worden. Es wird auch später im Text zugegeben. Man muss das quasi als eine Art umgangssprachliche Formulierung klassifizieren. Der Virus ist ja, wie gesagt, zu einem großen Prozentsatz am Computer entstanden. Ne? Der wurde aber erstmal so genannt. 2019 nCoV. Das ist sozusagen die erste Bezeichnung von SARS-CoV-2, wie er dann später hieß. So. The novel coronavirus was identified from all three patients. Also alle drei. Mehr waren es dann doch nicht. Okay. Und, ja. Two nearly full-length coronavirus sequences were obtained from bronchial veolar lavage fluid and one full-length, also eine einzige Sequenz, was obtained from a virus isolated from a patient. Schon wieder wird hier von virus isolated gesprochen. Wir merken uns das. Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass ein neuer Virus, eine neue Virusabart, Corona ist ja ein Virusstamm, ähnlich wie es auch Influenzaviren gibt mit verschiedenen Unterarten. Ein neuer Stamm oder ein neuer Virus darf nur dann als solcher bezeichnet werden, wenn er zu weniger als 90% übereinstimmt mit dem ursprünglichen. Ja? Und hier wird die Prozentzahl angegeben, 96,8%, also knapp unter den 90. Ja? Deswegen ist das sozusagen, and have a 86.9 nucleotide sequence identity to a previously published bat SARS-like cov genome. So, also das war sozusagen eine knappe Kiste. Obwohl die das am Computer gemacht haben, haben sie es nicht geschafft, sozusagen die Verschiedenartigkeit sozusagen höher zu gestalten. Also dann hätte es ja heißen können, die Übereinstimmung ist nur bei 50%, was natürlich dafür spricht, dass so ein Virus dann gefährlicher ist, weil er umso neuartiger ist. Ne, ist klar. Je mehr Übereinstimmung, desto weniger Neues ist da dran. Okay, so, kommen wir zur Discussion. We describe in this report the use of a molecular techniques and unbiased, also unverfälscht DNA sequencing to discover a novel beta coronavirus that is likely to have been the cause of severe pneumonia in three patients. Ja? Okay, in Wuhan, China. Und ganz am Schluss heißt es, und das ist eigentlich der entscheidende Satz, although our study does not fulfill Kochs Postulats, also kein einziges, auch nicht die Isolierung des Virus, das ist nämlich das erste von den vier Kochschen Postulaten, our analyses provide evidence implicating 2019 nCoV in the Wuhan outbreak. So, ich zeig euch das mal hier, das sind die vier Kochschen Postulate. Erstens, der mutmaßliche Krankheitserreger muss immer mit der Krankheit assoziiert sein und darf in gesunden Tieren nicht nachgewiesen werden. Ne? Denn wenn Gesunde den auch hätten und gesund blieben, tja, dann wäre das vermutlich nicht der Grund für die Erkrankung. Das ist das erste Kochsche Postulat, ist auch relativ leicht nachzuvollziehen. Zweitens, der mutmaßliche Erreger muss in Reinkultur gezüchtet werden, also er muss nachgebildet werden können. Auch das ist bis heute nicht passiert. Drittens, eine Reinkultur des mutmaßlichen Erregers muss in gesunden Tieren die Krankheit auslösen. Das ist sozusagen die Probe. Auch das ist nicht passiert. Und viertens, der Organismus muss reisoliert werden und identisch mit dem ursprünglichen Erreger sein. Davon können die nur träumen, denn es ist ja schon zwei und drei, worauf das ja aufbaut, nicht erfüllt. Dann kann also auch viertens nicht erfüllt sein. So viel also jetzt zu der wissenschaftlichen, zumindest ein Aspekt der wissenschaftlichen Validität, auf der der PCR-Test basiert. So, dann hören wir uns aber auch noch etwas an aus diesem sehr interessanten Vortrag von der Frau Seibt. Es fehlen außerdem die Kontrollexperimente. Man hätte Kontrollexperimente machen können mit menschlicher DNA oder RNA eines gesunden Patienten und hätte gucken können, haben wir da Bausteine, RNA-Bausteine in einem gesunden Sekret, wo man auch die so zu so einer Ente formen können? Hätte man daraus auch das Virus sequenzieren können? Oder ging das nur bei dem wirklich kranken Patienten? Dann außerdem hätte man einen Patienten mit einer anderen Lungenerkrankung nehmen können, also nicht das neue Coronavirus, sondern irgendeine andere Erkrankung, Lungenerkrankung. Vielleicht hätte diese Person auch diese RNA-Stücke in diesem Sekret gehabt. Vielleicht hätte man sich daraus auch dieses Coronavirus theoretisch bauen können.
Man hätte auch Rückstellproben verwenden können, also aus einer Zeit, als es dieses neue Coronavirus noch gar nicht gab. Dann ist ziemlich sicher, wenn man daraus auch sich dieses Virus bauen kann, dann ist das wahrscheinlich nichts Neues, ne? So, und das ist wichtig, diese Kontrollexperimente durchzuführen, denn das ist schon seit Jahrzehnten, sind das die wissenschaftlichen Standards und somit wurden diese Standards verletzt bei der Durchführung dieser Studien, die da gemacht wurden. Ja, dem ist erstmal nicht viel hinzuzufügen, würde ich sagen. Ich habe hier aber noch ein Schmeckerchen für euch. Moment. Wir hören jetzt den Erfinder des PCR-Testes, der leider im Jahr 2019 im Alter von 49 Jahren an einer respiratorischen Krankheit gestorben ist. Der hat sich aber schon vor über einem Jahrzehnt zu dem Thema geäußert. Wir hören mal rein. Use PCR to estimate all these supposed free viral RNAs that may or may not be there. I think misuse PCR is not quite, I don't think you can misuse PCR. No, the results, the interpretation of it. See, if you can say, if they could find this virus in you at all, and with PCR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can amplify one single molecule up to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. It allows you to take a very minuscule amount of anything and make it measurable and then talk about it in meetings and stuff like it is important. See, that's not a misuse, that's just sort of a misinterpretation. It doesn't tell you that you're sick and it doesn't tell you that the thing you ended up with really was going to hurt you or anything like that. So viel also zur virologischen Ebene. Das war die erste Ebene. Ich nenne sie die virologische. Ist klar, warum. Was wird eigentlich detektiert? Und es ist halt nicht nur möglich, dass Bestandteile von anderen SARS-CoV-Viren oder nicht von SARS-CoV, sondern von Coronaviren, muss es korrekt heißen, detektiert werden, ja, sondern es ist auch möglich, dass es sogenannte endogene Abfallprodukte des menschlichen Körpers sind, weil die eben so klein sind und weil daraus sozusagen, wie wir jetzt gelernt haben, mitnichten eine vollständige Gensequenz eines Virus hergestellt werden kann oder ableitbar ist. Okay, jetzt kommen wir zur zweiten Ebene. Das ist die das ist die mathematisch-statistische Ebene. Hier geht es um um die Gütekriterien bei diagnostischen Tests. Und da mache ich jetzt auch mal etwas auf. So. Also Leute, die sich stark damit befasst haben, mit dem Thema, die wissen vielleicht noch von den sogenannten Gütekriterien Spezifität und Sensitivität. Ja, die erkläre ich mal gerade. Ja, jeder Test muss diese Kriterien also durchlaufen. Und die Sensitivität ist ein in Prozentzahl ist ein Maß dafür, wie viele Leute, die ein Virus haben, auch durch den Test als positiv sozusagen gemarkt werden. Ja, wenn also die Sensitivität bei 99% liegt, dann heißt es, dass von 100 Testanten, die nachweislich das Virus haben, 99 als solche auch gemarkt werden. Ja, also nur einer wird nicht gemarkt. Das ist dann der Falsch-Negative. Ja, Falsch-Negativ deswegen, weil er ja infiziert ist, aber nicht als solcher markiert wird. Deswegen heißt er Falsch-Negativ. Ja, und die Spezifität ist genau das Gegenteil.
Ja, die gibt auch in Prozentzahl an, wie viele Menschen, die nachweislich gesund sind, durch den Test auch als gesund markiert werden. Ja, wenn also 100 Gesunde durch einen Test markiert werden als negativ, es kann ja eins der beiden Ergebnisse sein, die wir alle kennen, und diese Spezifität hat 98%, dann werden von den 100 98 korrekt als gesund markiert. Nur zwei nicht, ja? Die, die zu den 100 fehlen, das sind die sogenannten Falsch-Positiven, ja? Das sind die Falsch-Positiven, falsch deswegen, weil sie eigentlich gesund sind und trotzdem durch den Test als positiv gemarkt werden, ja? Der Test kann eben aber nur zwei Personengruppen feststellen, ja? Nämlich die Positiven und die Negativen. Und diese beiden Untergruppen, die Falsch-Positiven, die Falsch-Negativen, das sind nur theoretische Werte. Das weiß man, ja, aufgrund bestimmter Forschung kann man das halt feststellen, wie hoch die Spezifität und Sensitivität eines Tests ist. Und deswegen sind die Falsch-Positiven und die Falsch-Negativen unkenntliche Teilmengen der richtig-Positiven und der richtig-Negativen. Ja, das sind also theoretische Werte. Also bei der Sensitivität ist es so, dass von 99 Patienten, die nachweislich dieses Virus haben, halt einer nicht erkannt wird. Und deswegen ist er halt falsch negativ. Ja, aber er kriegt einen positiven Test. Und das kann man eben leider nicht feststellen, welcher von den 100 das ist. So, das war die Vorrede. Und jetzt sehen wir uns mal an, wie sich das auswirkt. Das hier ist eine theoretische Betrachtung. Weil die Infektionsrate, also wie viele Leute krank sind von der Testpopulation, ist hier vorausgesetzt. Das sind 2%, ja, um sich einfach mal klarzumachen, wie der Test funktioniert, was er für statistische Auswirkungen hat. Die Testpopulation sind 100.000, das sind die hier unten, und 2%, das sind die hier unten. Das sind nämlich die 2.000, die infiziert sind, ja. Die sind infiziert, ich muss das nochmal gerade hier nach drüben schieben, sorry. So, ja. Okay, von diesen 2000 werden durch den Test 99%, denn die Sensitivität ist ja 99% beim PCR-Test übrigens, ja, werden also von den 2000 99% korrekt als infiziert detektiert. Und das sind 1980, ja. 20 nicht, die sind zwar infiziert, werden aber sozusagen falsch negativ, ja, weil sie ja die Krankheit haben, aber nicht dieses entsprechende Ergebnis bekommen. Jetzt sehen wir uns die Seite der Nicht-Infizierten an. Das müssen natürlich 98.000 sein, ist klar. 100.000 minus 2.000 sind 98.000, das sind die Gesunden. Und von denen werden jetzt bei einer Spezifität von 98%, und das ist schon recht hochgegriffen, nach dem Korrektiv ist es so, dass ein PCR-Test zwischen 95% und 98% Spezifität ausweist. Ich bin jetzt hier aber mal von dem günstigsten Fall ausgegangen, 98%. Und von diesen 98.000 Leuten werden also 98% gemarkt als und zwar korrekt als negativ, das heißt als gesund. Das sind 96.040. Und die restlichen 2% von den 98.000, das sind die Falsch-Positiven. Und das sind halt bei einer Infektionsrate von 2%, ja, wo diese Zahl halt sehr groß ist, das sind 1960 Falsch-Positive. Ja? Und wie man unschwer erkennen kann, sind die Falsch-Positiven fast genauso viele wie die Richtig-Positiven auf der Seite hier. Ja? Zusammen ergibt es das Testergebnis. Also bei dem Test hier, das ist wie gesagt eine theoretische Annahme, Infektionsrate genau bei 2%, werden genau 3.940 Leute ein positives Testergebnis erhalten. Und das sind also fast doppelt so viel wie die, die es eigentlich nur haben. Deswegen spricht man hier von einem sogenannten positiven Vorhersagewert von 50,25%. Ja? Also das ist die Quote, die man bekommt, wenn man die von den Tests als positiv gemarkte Zahl teilt durch die Zahl, die wirklich infiziert ist.
3.940 geteilt durch 1.980 ergibt 50,25%. Und von diesem positiven Vorhersagewert ist nie, nie und auch niemals die Rede in den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn überhaupt, dann wird von den Gütekriterien gesprochen, Sensitivität und Spezifität. Und die sind in der Tat recht hoch, 99% und 98%, das klingt verdammt hoch. Da denkt man als normaler Bürger, wow, der Test ist aber ziemlich gut, ja. Aber wenn man das nicht weiß, dass die Infektionsrate ein ganz wesentliches Moment ist, ja, dann kann man auch nicht ahnen, dass eben 50% aller Testergebnisse falsch sind, auf Deutsch, ja. Also bei denjenigen, die das negative Ergebnis bekommen, da kann man sagen, funktioniert der Test gut. Ja, die sind also tatsächlich gesund. Das hat dann eine Quote, der negative Vorhersagewert liegt hier bei 99,98% bei einer Infektionsrate von 2%. Und es gibt nur 0,02%, das ist die Falsch-Negativ-Quote. Die kann man in der Tat vernachlässigen. Das Ding ist jetzt, die Sensitivität und die Spezifität, das sind sozusagen Normen, die sich auf den Test beziehen, aber nicht auf die Person, auf die Personen, die sozusagen den Test durchlaufen. Und das ist die Diagnose. Diagnose heißt ja, dass du einem Menschen sagen kannst, wie es um ihn bestellt ist. Es nützt nicht viel, wenn man sagt, sie haben etwa 50-prozentige Wahrscheinlichkeit. Da kann der auch würfeln. Ja? Und das ist das, was niemals kommuniziert wird, dass es um den positiven Vorhersagewert geht. Ja, bei diesem Test. Okay, dazu muss man auch noch sagen, dass wir halt im letzten April 2020 eine Infektionsrate von 0,26% hatten. Also ein Zehntel oder ein Achtel von dem, was ich hier mal vorausgesetzt habe. Ja, und dann sind die Zahlen natürlich noch schlechter. Ja, also dann liegt der positive Vorhersagewert weit unter 30%. Das muss man wissen, wenn man sozusagen mit dem PCR-Test irgendwie umgeht. Ja, und ganz wichtig, diese Ebene hat überhaupt nichts mit der Ebene zu tun, die ich vorhin erklärt habe, mit der virologischen Ebene. Ja, die Spezifität und die Sensitivität beziehen sich auf den PCR-Test, wie er ist, so fehlerhaft er auch immer sein mag. Ja, was die erste Ebene ja schon zumindest in Zweifel ziehen konnte. Ja, dass der sozusagen wirklich valide ist. Das ist eine Ebene, die oben drauf kommt. Ja, also wenn der Test, nehmen wir mal an, wir hätten 100%, was es nie gibt, das gab es bisher noch nie, ein Test, der 100% Sensitivität und Spezifität hat. Ja, dann wäre es tatsächlich so, einerseits, es gibt keinen Unterschied. Ja, in dieser Zeile würden genau die detektiert werden, die infiziert sind, und in dieser Zeile genau die nicht infiziert sind. Es gäbe sozusagen einen 100% positiven Vorhersagewert. Das ist nicht der Fall, ja? Nehmen wir es trotzdem mal an, der Test wäre so gut, dann würde er immer noch auf einer Sequenzierung basieren, ja, die absolut löchrig ist, wie ich es ja vorhin in Teil 1 schon erklärt habe. Ja, also das muss man sozusagen additiv sehen, diese beiden Ebenen, ja, die sind völlig getrennt voneinander zu betrachten, ganz wichtiger Punkt, okay. So, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist die wissenschaftliche Vermittlung, ja, also die Kommunizierung, das ist die dritte Ebene, die Kommunizierung der PCR-Testergebnisse. Da wird immer wieder gesagt, die Infizierten. Das ist wie gesagt falsch. Ja, wenn jemand testpositiv ist, ist er aufgrund dessen, was ich eben erklärt habe, auf der statistischen Ebene, dann ist er eben nicht gleich infiziert, sondern nur zu etwa 50% bei diesem Szenario, wie ich es eben erklärt habe. Wir bleiben mal bei dem, obwohl das viel zu hoch ist, so eine Infektionsrate, die hatten wir vielleicht mal, ab und zu mal, aber man hätte die Pandemie im letzten Jahr hätte man die im Grunde genommen nach diesen Zahlen hätte man sie eigentlich schon einstampfen müssen, ja, weil die Infektionsrate, wie gesagt, unter 0,26% war. Also es wird einfach gesagt, das sind Infizierte. Das ist schon mal falsch, ganz eindeutig falsch, weil nämlich die falsch positiven Quote unterschätzt wird.
Dann die nächste Simplifizierung ist, dass Infizierte gleichgesetzt werden mit Erkrankten. Das ist auch falsch. Ja, denn da muss man Folgendes wissen. Wenn man ein gutes Immunsystem hat, und die meisten verfügen über ein gutes Immunsystem noch, ja, dann kann man aber trotzdem, wenn man so einen PCR-Test macht, wenn man das in einer bestimmten sozusagen Zeitzone macht, kann man trotzdem positiv getestet werden. Da ist man aber nicht infiziert. Warum nicht? Weil das Immunsystem erst dann reagiert, wenn das Virus in den Körper schon eingedrungen ist. Dann reagiert die Immunabwehr und es folgt keine Erkrankung, sondern die Viren werden als sozusagen zurückgedrängt und letztlich sind sie für den Organismus nicht gefährlich. Das heißt also, auch Leute mit einem guten Immunsystem können durchaus mal infiziert sein. Sie erkranken nur nicht. Das ist der Punkt. Sie werden nicht krank. Ja, auch das, dieser Zusammenhang wird nicht erklärt. Und deswegen ist auch die Gleichsetzung von Infizierten mit Erkrankten falsch. Ja. Und meistens werden ja auch die Testpositiven dann sozusagen direkt über den Begriff infiziert mit Erkrankten gleichgesetzt. Ja, das ist ja quasi eine Brücke. Hier gibt es eine Studie, die möchte ich nur mal kurz zeigen, von der Uni Innsbruck. Das ist in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant. Corona-Antikörperstudien belegen konstante, stabile Immunität. Das heißt, da geht es darum, dass wenn man mal erkrankt war, ja, ohne Impfung, und das übersteht, dass man dann eine lebenslange Immunität hat. Das ist vielleicht ein kleiner Vorgriff auf das Thema Impfung. Da kommen wir heute nicht dazu, das wäre zu umfangreich. Aber im Grunde genommen ist es ein Wahnsinn, Leute, die das schon mal überstanden haben, dann trotzdem zu impfen. Ja, es sei denn, es gibt eine Delta-Variante, die wiederum so gefährlich ist, dass sie das rechtfertigt. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Dann gibt es noch einen Unterschied, nämlich den zwischen den Infizierten und den Infektiösen. Auch das wird immer gleichgesetzt, auch das ist falsch. Das ist nämlich eine Frage der Virenlast. Ja, also wie viel von diesen Viren hat man im Körper? Und das ist halt ein Unterschied, ob das sehr, sehr viele sind, ob die sich vermehrt haben in der Lunge oder ob das halt nur ganz wenige sind, die dann so ein Test aber auch nachweisen kann. Aber im Grunde genommen völlig harmlos sind. Ja? Bisher galt halt sozusagen in aller Regel, also vor Corona, dass nur Symptomatische ein kritisches Maß an Virenlast haben. Also die sozusagen Symptome haben, ja. Und dass diese Leute auch andere infizieren können, ja. Aber die Immunität verhindert die Infektiosität, ja. Auch wenn man vielleicht in diesem kritischen Zeitraum als positiv getestet wurde. Und da kommen wir jetzt zur vierten Ebene. Und zwar ist das die Testanwendungsebene. Und da kommen wir zu dem Thema CT-Wert. Ganz wichtiger Punkt. Auch der ist wieder unabhängig von den anderen Ebenen zu betrachten. Das ist eine Methode, die, wie gesagt, der Cary Mullis erfunden hat. Und die kann sozusagen winzige RNA-Schnipsel aus einem Sekret immer wieder verdoppeln, bis sie irgendwann nachweisbar wird. Ja? Das ist ein bisschen absurd, dass man was verdoppeln kann, was man noch nicht nachweisen kann, aber irgendwann kann man es nachweisen, wenn es entsprechend vervielfacht ist, aber so funktioniert dieser Test. Ja? Und dafür hat der Cary Mullis ja auch den Nobelpreis bekommen. Und bisher war wissenschaftlich anerkannte Norm, dass wenn ein CT-Wert über 25 oder zumindest über 30 ist, dass dann die festgestellte Virenlast keinesfalls mehr in irgendeiner Weise bedenklich ist. Ja, dass sie bei Menschen auftauchen kann, aber da ist die Virenlast so gering, dass sie eben nicht gesundheitsgefährdend ist. Ja, also CT-Wert bedeutet, wenn man so zum Beispiel von einem CT-Wert von 10 spricht, dann heißt es, dass 10-mal die Viren, nach denen gesucht wurde, oder die Virenschnipsel, muss ich genauer sagen, verdoppelt werden. Und wer ein bisschen in der Mathematik zu Hause ist, der weiß, dass wenn ich 2 hoch 10 rechne, dass das etwa eine Vertausendfachung ist. Etwas mehr als eine Vertausendfachung. Ja? 2 hoch 10 ist 1024. Das heißt, wenn ich es 30 Mal mache, dann ist es eine Milliardenverfachung. Und noch mehr.
1000 mal 1000 mal 1000. Man hat also dann Milliardenmal sozusagen so eine Testprobe, auf der ja der PCR-Test beruht, sozusagen verdoppelt oder vervielfacht, muss ich sagen, an der Stelle. Und erst dann wird der Test positiv, davor nicht. Ja? Das muss man wissen. Das heißt, es ist eben nicht so eigentlich, dass der PCR-Test, wie viele immer noch denken, einfach nur Ja oder Nein Antworten evozieren kann, sondern wichtig ist dabei eben dieser CT-Wert. Ja? Und wie gesagt, der Herr Drosten hat ausgegeben, dass der CT-Wert bis zu 45 betragen kann. Ja, und was das bedeutet, das könnt ihr euch leicht nicht ausrechnen. Das ist nämlich unvorstellbar viel. Ja. Und damit wird dann Politik gemacht. Ja. Das heißt, wenn man den CT-Wert einfach vernünftigerweise auf, sagen wir mal, 30 beschränken würde und sagt, alles, was drüber ist und positiv ist, das zählt einfach nicht, weil es eben eine Virenlast dokumentiert, die vernachlässigbar ist, ja, dann hätten wir auch wiederum viel weniger Testpositive. Auch das ist unabhängig von den Ebenen zu sehen, die ich eben schon referiert habe. Das ist nochmal eine andere Bezugsgröße. Das ist sozusagen die quantitative Bezugsgröße. Also der Test, der ist sozusagen etwas ambivalent zu betrachten. Einerseits ist er sehr ungenau, weil er eben nur bestimmte RNA-Schnipsel, erste Ebene, sozusagen benutzt, die sozusagen authentisch sind, ja, oder teilweise authentisch sind, sagen wir es mal so, ja, weil die ja auch am Rechner gebaut wurden. Aber auf der anderen Seite ist er wahnsinnig genau, weil er eben die PCR-Methode benutzt, ja, und dadurch eben aus einer Mücke einen Elefanten machen kann, auf Deutsch gesagt. Ja? Und der Michael Müller, das ist der Vorsitzende des Berufsverbandes Akkreditierte Labore in der Medizin, der hat sich zu dem CT-Wert schon im letzten Jahr geäußert, ich glaube irgendwann im Sommer. Wenn man allen Gesundheitsämtern den CT-Wert mitteile, dann gibt es, Zitat, auch das Risiko, dass die missverstanden werden können. Sprich, man hat den Gesundheitsämtern diese CT-Werte vorenthalten, weil die ja missverstehen könnten. Dabei ist es genau deren Job, das zu wissen. Ja, das ist ein Gesundheitsamt. Aber denen wurde das vorenthalten. Warum wohl? Muss man einfach mal fragen, warum? Ja, ist komisch. Ne? Und dann gab es eben auch diese Information Notice von der WHO. Das ist die nächste Datei, die ich euch zeigen möchte. So, ich habe die mal wörtlich übersetzt in den wesentlichen Teilen. Ich lese es mal gerade vor. Die Zyklusschwelle, das ist nämlich dieser CT-Wert, die notwendig ist, um das Virus nachzuweisen, also O-Ton WHO, ne, verhält sich umgekehrt proportional zur Virenlast des Patienten. Ja, also je höher der CT-Wert, desto weniger sagt er aus. Wenn Testresultate nicht dem klinischen Erscheinungsbild entsprechend, nämlich der Symptomatik des Patienten, sollte eine neue Probe genommen und unter Verwendung derselben oder einer anderen Nukleinsäure-Testtechnologie erneut getestet werden. Das sagt die WHO im Januar 21, nachdem wir schon fast ein Jahr lang diese Epidemie hatten. Ja? Uns, den Leuten, die da schon früher kritisch drauf geschaut haben, war das natürlich schon im April beziehungsweise im Mai klar. Ja? Aber da waren wir ja noch alle Verschwörungstheoretiker. Also dazu hat sich die WHO immerhin durchgerungen, diese banale Weisheit einfach mal den Leuten mitzuteilen, die mit den Tests umgehen. Denn diese Mitteilung, diese Information Notice, die ging an alle behandelnden Labore weltweit. Ja? Zweites Zitat, die WHO erinnert Nutzer von diagnostisch-medizinischem Gerät für Untersuchungen außerhalb des Körpers, und genau das ist ja der Fall, ja, daran, dass die Häufigkeit einer Krankheit den Vorhersagewert der Testresultate verändert. Die Infektionsrate, von der ich vorhin gesprochen habe, die Häufigkeit einer Krankheit verändert den Vorhersagewert. Hier ist von Vorhersagewert die Rede, ne? Positive und negative gibt's. Nimmt erstere ab, also nimmt die Häufigkeit ab, die Infektionsrate, nimmt das Risiko falsch positiver Testresultate zu. Genau, was ich vorhin erklärt habe. Hier sagt's die WHO selber. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit einem positiven Ergebnis wirklich mit SARS-CoV-2 infiziert ist, nimmt mit abnehmender Krankheitshäufigkeit ebenfalls ab, unabhängig von der behaupteten Spezifität. Genau richtig. Ja? So, und dann kommen noch drei Anwendungen an die Leute, die mit diesem Test umgehen. Ja, auch
Originalton WHO. Erstens, bitte lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung in ihrer Gesamtheit. Als wären die bescheuert, die Leute. Aber gut. Zweitens, kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertreter, gemeint sind wohl die Testlieferanten, falls Ihnen irgendein Aspekt in der IFU, das ist diese Gebrauchsanweisung, unklar sein sollte. Drittens, prüfen Sie jede eintreffende Lieferung auf etwaige Änderungen in der IFU. Also das sind im Grunde genommen banale Sachen. Leute, die in einem Labor arbeiten, das müsste denen bekannt sein. Ja, das sind keine Leute, die Medikamente einfach mal so benutzen, wie es vielleicht der ein oder andere Bürger tut, weil er keine Lust hat, diesen riesen Beipackzettel zu lesen. Das ist deren verdammte Pflicht. Insofern sind die ersten drei Advices relativ absurd, aber auf den vierten kommt's an. Viertens, führen Sie den CT-Wert im Bericht an den anfordernden Gesundheitsdienstleister auf. Sprich, teilen Sie eben diese Werte den Gesundheitsämtern mit. Ja, aber sie konnten halt nicht sich durchringen zu sagen, ab 25 oder ab 30 CT-Wert vergessen Sie die positiven Testresultate, weil die eigentlich keine Rolle mehr spielen. Das haben sie nicht reingeschrieben. Ja, also man fragt sich, wieso sie da sozusagen vor Halt machen. Ja, vielleicht aus rechtlichen Gründen, um sich später abzusichern, wenn sich die ganze Sache möglicherweise anders darstellen sollte. So, und zu diesem Thema habe ich auch einen wunderschönen Clip vorbereitet. Den gucken wir uns mal an. Und zwar ist das Bundespressekonferenz der Boris Reitschuster. Und der hat auch die Frage gestellt. Ja, und der Drosten geht jetzt genau auf das ein, also er geht nicht drauf ein, aber er, sozusagen er geht formal drauf ein, auf diese Information Notice. Hören wir mal rein. Ja, ich glaube, das lässt sich ganz kurz beantworten. Also die Weltgesundheitsorganisation ist ja wirklich für die Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt zuständig. Auch für Länder, in denen der Ausbildungsstand beispielsweise bei Laborpersonal nicht ganz so hoch ist. Und da gibt es also Arbeitsgruppen, die sich auch mit der Qualität von Labordiagnostik befassen. Und die haben so eine Notiz geschrieben, das ist die, die Sie da gerade erwähnen. Und da steht im Prinzip nichts weiter drin, als bitte lest auch die Gebrauchsanweisung für diese Tests durch. Mehr steht da nicht. Also es ist tatsächlich so, natürlich kann jeder Labortest auch falsch positive und falsch negative Ergebnisse machen. Aber das ist allenfalls die Einleitung dieser Notiz. Also der Sinn dieser Notiz ist tatsächlich zu verhindern, dass Dinge verwechselt werden, dass vielleicht nicht gut durchgeführte Laboruntersuchungen in ihrer Auswertung an die Öffentlichkeit gelangen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass irgendein fundamentaler Zweifel an der Aussagekraft der PCR bestünde. Ganz sicher auch nicht bei der Weltgesundheitsorganisation. So, also er ist quasi nur auf diese ersten drei Advices eingegangen, die ich vorgelesen habe, reduziert es, aber erwähnt mit keinem Wort diese CT-Problematik. Ja, auf die aber genau kommt's an. So viel auch zur Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit von gewissen Wissenschaftlern. Der Herr Reitschuster hat sich da bemüht, aber ja, so wird dann halt auf sowas geantwortet. Okay, abschließend noch vielleicht zu diesen vier Ebenen, die ich beschrieben habe, gibt es eine fünfte, nämlich die Massenmediale, die durch die politische Repräsentanz noch unterstützt wird. Wie wird das alles vermittelt? Das fasse ich jetzt nochmal zusammen. Alles, was ich eben erzählt habe, das war ja sozusagen belegt, ja, sozusagen belegt mit Originaldateien und Texten. Und die Vermittlung ist ja sozusagen eine zweite Ebene, ne? Und auf die komme ich jetzt nochmal. Es wird eine unvollständige Erklärung über die Arbeitsweise und Fähigkeiten des PCR-Tests vermittelt, wenn überhaupt, ja.
beziehungsweise das wird immer über den grünen Klee gelobt, von wegen, das wäre der Goldstandard. Das ist so nicht richtig. Ja, da habe ich auch noch eine weitere Datei dazu. Die mache ich dann vielleicht auch noch mal auf an der Stelle. Genau. Das ist nämlich die Art, die Reihenfolge, wie der PCR-Test sozusagen ins Leben kam. Ja, das habe ich beim Harald Wallach gefunden. Das ist ein Professor und der schreibt, wobei jetzt die grauen Textteile habe ich eingefügt, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Die Originalpublikation des PCR-Tests der Arbeitsgruppe von Drosten, nämlich Nachweis des neuartigen Coronavirus 2019 mittels Echtzeit-RT-PCR, das ist der Titel von dieser Arbeit, wurde am 21. Januar eingereicht, am 22. Januar akzeptiert und am 23. Januar publiziert. Und zwar von der Eurosurveillance. Ja, das ist Europas Journal für Überwachung, Epidemiologie, Prävention und Kontrolle für Infektionskrankheiten, von Infektionskrankheiten. Ja, und am 24.01., wiederum einen Tag später, übernimmt die WHO den Test als Standarduntersuchung zum Nachweis von SARS-CoV-2. Das lief also innerhalb von drei Tagen ab, vom 21. bis zum 24. Ja, und dazu, da schreibt er, das spricht dafür, dass die Arbeit ohne Prüfung publiziert wurde. Ne? Die Autoren sind Spezialisten. Also die Autoren, die sozusagen vor einem halben Jahr oder schon vor einem Dreivierteljahr, sind waren 22 hochdekorierte Wissenschaftler, die sich diesen Test mal genauer zu Gemüte geführt haben. Ja, und diese Autoren sind Spezialisten. Sie haben den Begutachtungsprozess durchgeführt, der offenbar bei der Originalpublikation gefehlt hat. Denn diese Originalpublikation wurde am 21. Januar eingereicht, am 22. Januar akzeptiert und am 23. Januar publiziert. Das spricht dafür, dass die Arbeit ohne Prüfung publiziert wurde. Genau, das ist bei einem derart heiklen und folgenschweren Thema brisant. Daher hat nun diese Autorengruppe die Arbeit geprüft. Sie hat insgesamt, wie sie sagt, 10 schwerwiegende Fehler gefunden, neben einer Reihe kleinerer Probleme. Möglicherweise lassen sich diese Probleme klären, heißt es da noch. Okay. Aber auch das wird ja in den Massenmedial so gut wie also kaum ernsthaft thematisiert. Ne? Die lassen sozusagen nichts kommen auf diesen PCR-Test. So, dann werden Fallzahlen immer wieder falsch benutzt. Das Wort Fallzahlen wird falsch benutzt, ne? Denn positiv getestet in Hinblick auf was? Ja, da wird halt behauptet, ja klar, das sind alles SARS-CoV-2-Fälle. Ne? Aber wie wir gelernt haben, stimmt so nicht. Dann die falsche Erklärung der Bedeutung von Falschpositiven. Ja, die Falschpositiven sind sozusagen eine Funktion der Spezifität, aber sie schlagen sich vor allem nieder im positiven Vorhersagewert, Ebene 2. Ja? Deswegen wird dann immer behauptet, das hat sozusagen kaum eine Wirkung. Auch dazu habe ich einen kleinen Clip vorbereitet, den ich hier zum Besten gebe. Wo ist er? Ja, da ist er, unser Gesundheitsminister in voller Blüte. Das sagte einst im Juni der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu. Ich finde nur eins immer wichtig, wenn ich immer lese, wir müssten 3, 4, 5 Millionen jetzt flächendeckend jeden Tag testen oder so. Also Sie müssen eins sehen, dadurch, dass wir toi 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 die Zahlen so runtergebracht haben, haben wir im Moment eine Positivtestung von unter 1% bei gleichbleibend konstanter Testzahl in den letzten Wochen. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falschpositive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runtergeht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten,
dann haben Sie auf einmal viel mehr Falschpositive als tatsächlich Positive. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge und die Erkenntnisse. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn, wir machen das Angebot mehr zu testen, das geht jetzt auch, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn, dann schon auch mit einem gewissen Ziel. Das war im letzten Jahr und leider hat er sich daran halt nicht gehalten. Es wurde halt leider weiter wild getestet. So, okay. Ja, also das ganze Narrativ läuft halt darauf hin, über positiv getestete, infizierte, erkrankte, infektiöse. Und diese Gleichsetzungen, die sind einfach alle verkehrt, ja. Und genau so werden sie aber kommuniziert. Da habe ich nachher auch noch was dazu. Es geht ja jetzt hier um die massenmediale Reflexion auf das Thema, ja. Dann wird auch die Bedeutung des CT-Wertes überhaupt nicht thematisiert, ja. Das, was ich erklärt habe in der vierten Ebene. Und ganz wichtiger Punkt, es wird halt behauptet, dass eine weit verbreitete Immunität in der Bevölkerung fehlt. Ja, diese Immunität wird in Zweifel gezogen, es gibt quasi keine Gesunden mehr. Ja, es wird ja jetzt auch immer von 2 oder 3G gesprochen, geimpft, getestet, genesen, ja, aber gesund kommt gar nicht mehr vor. Dieses G ist einfach gestrichen. Die gesamte Bevölkerung steht unter Generalverdacht. Deswegen müssen wir auch alle die Masken tragen und immer wieder diese Abstände halten, ja, weil nicht differenziert wird zwischen Risikogruppen, die eigentlich klar definiert sind, und der Gesamtbevölkerung, ja. Die Menschen werden in Angst versetzt und quasi in Maßnahmen hineingedrängt mit dem Hinweis auf die Pandemie und die Solidarität in der Bevölkerung und so weiter. Ja, dann, wie gesagt, gibt es weiterhin noch Begriffe, die quasi neu interpretiert werden. Zum Beispiel der Begriff der asymptomatisch Erkrankten. Ja, früher gab es das nicht. Entweder man war krank oder hatte Symptome und war krank, oder man war halt gesund und hatte keine. Jetzt gibt es asymptomatisch Erkrankte. Ne? Das bedeutet, selbst die, die sich gesund fühlen, selbst die sollen Zweifel daran kriegen, ob sie es wirklich sind. Ja. Also sozusagen, man geht nicht mehr vom gesunden Menschen aus, sondern man geht grundsätzlich eigentlich vom ungesunden Menschen aus. Ja, deswegen geimpft, getestet, genesen. Gesund kommt da nicht mehr drin vor. Auch das sind so subkutane Propagandamechanismen, die hier greifen. Ja. Weiterer Begriff ist die Herdenimmunität. Ja, früher war das eine, die sich natürlich herstellte. Ja. Und die sich im Lauf des Lebens auch aufbaute, bis man so Mitte 20 war, ja, weil der Körper, das Immunsystem sozusagen jede Saison gelernt hat und sozusagen immer besser mit den Viren umgehen konnte. Ja, als Kind ist man öfter mal verschnupft, hat öfter mal Rotznase, und wenn man älter wird und sich vernünftig ernährt und so weiter, dann geht das in der Regel, wird das seltener. Ja, das Immunsystem lernt dazu und wird eigentlich stärker, bis es halt irgendwann im höheren Alter wieder abnimmt, das ist klar. Das war eigentlich die Herdenimmunität. Und die ist jetzt auch umdefiniert worden, ja? Das ist diese Doktrin von der Weltimpfung. Nämlich, dass die Pandemie erst dann besiegt ist, wenn alle 7 oder eigentlich 8 Milliarden mittlerweile geimpft sind, ja? Erst dann gibt es Herdenimmunität. Das ist also eine völlige Perversion des Begriffs, ja? Völlige Perversion des Begriffs. Auch das ist ein scharfes Schwert, mit dem geschnitten wird. Ja. Ja, und dann auch der Begriff der Inzidenz, auch der wird falsch verwendet, ja. Diese Inzidenzzahlen, die, gut, das ist im Grunde dasselbe wie vorhin. Alle positiv Getesteten sind sozusagen automatisch erkrankt, egal ob sie Symptome haben oder nicht. Ja. Denn der Begriff der Inzidenz wissenschaftlich bezieht sich nur auf Erkrankte. Ja, aber bei uns wird er quasi auf positiv Getestete angewendet, ja, was sozusagen nicht wissenschaftlich ist. So, dann noch eine Sache. Wahrscheinlich hat noch nie jemand von den sogenannten OIBVV-Patienten gehört. Das ist eine ganz interessante Sache. Das heißt, Patienten, die im Krankenhaus sind,
auch in intensivmedizinischer Behandlung, ja, aufgrund dieser Politik, die wir haben, die aber ohne Intensivbehandlung, ohne Beatmung sind oder behandelt werden, die nicht verstorben sind und die auch nicht verlegt wurden. Das sind die sogenannten OIBVV-Patienten. So, und da habe ich jetzt auch etwas für euch. So, das ist das epidemiologische Bulletin vom Robert-Koch-Institut, und zwar im Oktober 20. Und da haben die mal eine Statistik gegeben. Das ist diese hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Das kann ich jetzt nicht größer machen. Ja. Und zwar sieht man hier 2020, ja, das sind diese Fälle, Covid-Fälle. Und da sieht man, dass von 100% 43% diese OIBVV-Patienten sind. Ja, die sind zwar dazu verdonnert worden, aufgrund des PCR-Tests, dass sie sozusagen in intensivmedizinische Behandlung kommen, aber die sind, wie gesagt, ja, ohne Beatmung, ohne intensivmedizinische Behandlung, weder verstorben noch verlegt. Ja, also von 10 Leuten sind 4 ohne Symptome im Grunde oder nur mit geringen, sagen wir mal so, mit geringen Symptomen. Auch das wird nie gesagt. Es wird ja immer gesagt, die zweite wichtige Säule neben den Infektionszahlen ist die Krankenhausauslastung. Ja, aber so eine wichtige Zahl wird dazu nicht benannt. Ne? Klar schwankt die immer mal, aber immerhin, die ist gegen Ende des Jahres, ja, und die liegt da bei 43%. Also kann man davon ausgehen, dass die jetzt nicht wesentlich niedriger ist. Ja, auch das ist eine Sache, das sind alles Umstände, die würden dieses Narrativ, dass wir eine unheimlich gefährliche Pandemie haben, natürlich entschärfen. Aber genau diese Infos werden systematisch halt zurückgehalten. Ja. Gut, es gibt jetzt immer mal ein paar Zeitungen, Organe, die auch mal was Kritisches schreiben. Ja, aber die Politik, die marschiert einfach weiter, unbeirrt. Ja, genau. Dann kann ich euch noch das mit den Intensivbetten vorführen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da hören wir mal rein in einen sehr guten Bericht. Wenn ein Patient in einer Intensivstation liegt, dann zählt er als ein Fall. Und wenn er verlegt werden sollte, gilt er als ein weiterer Fall. Somit wird ein Patient zu 2 Fällen. Es kann auch zu 3 Fällen werden, wenn er weiter verlegt wird. Und somit sind die Zahlen, die hier vom DIVI genannt werden, also aktuell 90.743 mit dem heutigen Tag, das ist alles falsch. Tatsächlich weist das Intensivregister in seinen Tagesberichten selbst darauf hin. Aufgrund von Verlegungen von Patienten von einer Intensivstation auf die andere kann pro Patient mehr als eine Behandlung gemeldet werden, Mehrfachzählungen möglich. Doch wie oft kommt das vor? Dazu gibt es nur Schätzungen. Eine im Deutschen Ärzteblatt erschienene Studie kam zu dem Schluss, dass etwa 11% aller stationären Covid-19-Fälle mindestens einmal verlegt wurden. Bei beatmeten Patienten waren es knapp 32%. Diese Patienten gingen also mehrfach in die Statistik ein. Das heißt, es liegen wohl weniger Patienten auf den Intensivstationen, als gemeldet wird. Doch wie viel es tatsächlich sind, weiß das Intensivregister nicht. Auf welche Weise melden denn die Krankenhäuser diese Zahlen an das Intensivregister? Ich habe beim DIVI nachgefragt, das hat mich auch interessiert. Und ich wollte natürlich genau wissen, wie geben die Krankenhäuser die Daten ein. Die haben eine Eingabemaske, die habe ich hier mal vorliegen. Und dort wird der Covid-19-Status eines Krankenhauses eingegeben. Hier werden Zahlen eingegeben der aktuell intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten, davon die beatmeten. Und hier diejenigen, die verstorben sind als Zahl und hier die Gesamtzahl, die abgegangen sind von der Intensivstation. Sei es, dass sie zurück auf die Station gekommen sind oder in ein anderes Krankenhaus. Also, das sind die gleichen Kategorien, die ich eben genannt habe. Ja? Also intensivmedizinische Behandlung, Beatmung, verlegt und verstorben. Aber von den anderen, von den OIBVV-Patienten ist nicht die Rede. Aber es werden immer nur Zahlen eingegeben. Ja, wo ist denn das Feld, wo man sehen kann, ob es jetzt schwerer Verlauf ist oder ob jemand asymptomatisch positiv getestet ist? Ja, das habe ich auch gesucht.
Es gibt das Feld nicht. Ich habe nachgefragt, weil ich das natürlich wissen wollte, ob man aufgrund dieser Maske identifizieren kann, ob ein schwerer Verlauf vorliegt. Und daraufhin habe ich die Antwort bekommen, nein, sie würden nur Betten zählen. Sie würden niemals die schweren Verläufe wissen wollen von den Patienten, sondern sie möchten nur die Betten zählen. Und der klassische Fall dabei ist möglicherweise, dass eine ältere Dame oder ein älterer Herr im Pflegeheim beim Sturz sich den Oberschenkelhals bricht, was ein sehr häufiger Vorfall ist, in die Intensivstation nach der Operation kommt, um noch beobachtet zu werden und natürlich abgestrichen wird und zunächst einmal als Verdachtsfall auf Covid-19 gilt. Und wenn der PCR-Test positiv ist, aber es ist eigentlich ein Oberschenkelhalsbruch, dann ist das für die ein Covid-Patient. Ja, also ich hoffe, das ist jetzt deutlich geworden, auch dieser Zusammenhang. Dazu kommt die Geschichte mit den 75% Bettenauslastung. Ja, es wurde ja immer Politik damit gemacht und auch verständlich erstmal. Ja, man muss auf die Intensivbettenauslastung achten und das muss auch ein Kriterium sein. Klingt erstmal vernünftig, ganz klar. So, was ist jetzt passiert? Es ist ein Gesetz verabschiedet worden. Krankenhauszulassung, ich weiß jetzt leider den Terminus technicus nicht, Krankenhausfinanzierungsgesetz, ja. Und da wurde festgelegt, dass die Krankenhäuser nur, wenn sie eine 75-prozentige Auslastung oder darüber haben, dass sie dann Prämien kriegen, und zwar sehr hohe Prämien. Was ist daraufhin passiert? Das schauen wir uns jetzt hier auch mal an. Krankenhausentlastungsgesetz heißt es. Okay, 50.000 Euro pro neuem Intensivbett und weitere Freihalteprämien. Folglich rüsten Krankenhäuserbetten der Normalstation zu Intensivbetten auf, sagen gewöhnliche Behandlungen ab. Denn jedes freie Bett bedeutet mehr Geld. Außerdem setzt die Regierung die von Pflegekräften kritisierten Personaluntergrenzen außer Kraft. Das heißt, weniger Personal darf sich nun um mehr Betten gleichzeitig kümmern. Somit stehen 10.000 bis 12.000 Betten für Intensivpatienten bereit. Doch im August 2020 setzt die Regierung die Personaluntergrenzen wieder in Kraft. Nun sind pro Pfleger tagsüber nur noch maximal 2,5 Intensivbetten erlaubt. Die Folge? Die Krankenhäuser lassen mehrere tausend Intensivbetten in der sogenannten Notfallreservekapazität verschwinden. Betten, die eigentlich zur Verfügung ständen, wenn es Jens Spahns Personaluntergrenzen nicht gäbe. Es gilt wieder die Losung, wer zu wenige Pflegekräfte für zu viele Patienten hat, muss Betten abbauen. Da könnte man ja auch eine gewisse Vernunft herleiten. Die Frage ist nur, warum nimmt die Politik von den etlichen Milliarden Euro nicht ein paar, um eben genau Pflegekräfte aufzustocken, um genau das eben zu verhindern, ne? Dass es zu wenig Pfleger für zu viele Intensivbetten gibt. Ja, die Logik wäre umgekehrt. Ja, hier wird sozusagen ein Mangel nochmal unterstrichen durch diese Umwidmung. Aber es kommt noch härter. Am 30. September beendet die Regierung auch die Freihaltepauschale. Da leere Intensivbetten nun kein Geld mehr bringen, wandeln viele Kliniken sie wieder in Betten der Normalstation um. Die Folge? Noch weniger freie Intensivplätze. 18. November 2020. Zehntausende Menschen versammeln sich vor dem Bundestag, um gegen die Novelle des Infektionsschutzgesetzes zu demonstrieren. Bereits damals ahnen sie, dass ihre Grundrechte dadurch noch weiter eingeschränkt werden. Die Polizei vertreibt sie mit Wasserwerfern vom Bundestag. Doch am selben Tag ändert das Parlament auch das sogenannte Krankenhausfinanzierungsgesetz. Ja, also es soll doch Krankenhäuser für Ausfälle entschädigen, die ihnen wegen der Pandemie entstanden sind. Das meinte ich vorhin. Tom Lausen und sein Team glauben, dass die Regierung damit einen weiteren Fehlanreiz geschaffen hat, der zum Abbau von Bettenkapazitäten führte. Ein Krankenhaus bekommt nur noch durch das Krankenhausfinanzierungsgesetz Geld, wenn sie mindestens 75% Intensivstationsauslastung haben. Also wenn die weniger Auslastung haben, gibt es kein Geld. Und schlägt sich das tatsächlich auch irgendwie in den Zahlen nieder, dieses neue Gesetz?
Naja, es schlägt sich auf jeden Fall in der Optik nieder. Man kann das hier ganz gut sehen. Das ist jetzt hier mal das Beispiel Lübeck. Ich weiß nicht, ob die das so machen, aber es ist auffällig. Hier die orange Linie ist der 19.11. Und es ist auffällig, dass die kurz vorher hier Betten abgebaut haben und dann auf einmal die Auslastung, die hier im Hintergrund ist, immer über 75% halten. Vorher war die nicht so. Man kann die gar nicht sehen. Die würde hier hinter verlaufen, weil die so viel Betten frei haben. 75%, das ist diese Linie. Ich hoffe, man sieht die. Ne? Und die Auslastung ist immer darüber. Also was ein Zufall. Ist das jetzt ein Einzelfall oder ist das bei mehreren oder vielen Krankenhäusern so? Das ist bei sehr vielen Krankenhäusern so. Wurden die Intensivbettenkapazitäten künstlich verknappt? In großen Städten wie Berlin oder Köln war die Auslastung auch schon vor dem neuen Gesetz hoch. Hier ist kein Effekt zu erkennen. Doch in vielen Kreisen und Gemeinden sieht es anders aus. In Bottrop in Nordrhein-Westfalen wurden ab November Betten abgebaut, genau wie in Goslar in Niedersachsen. Auch in Leipzig in Sachsen wurden die Betten knapper. Und im thüringischen Eisenach schrumpfte ebenfalls die Bettenkapazität nach Inkrafttreten des Gesetzes. Gibt es denn Hinweise darauf, dass die Krankenhäuser in der Lage sind, ihre Bettenkapazität dann auch wieder hochzufahren, wenn sie mehr brauchen? Ja, eindeutig. Also ich habe hier mal ein Beispiel, der Kreis Pinneberg, der hat hier zwei Krankenhäuser und hier kann man das wunderbar sehen. Krankenhausfinanzierungsgesetz kommt, Betten weg, Auslastung hoch und die Betten so weit weg, immer so, wie es gerade benötigt wird. Also man sieht ja hier an dieser Kurve hier, das ist ja beeindruckend, was die da machen. Es hat nicht unbedingt hier alles mit Covid-Geschehen zu tun, denn wenn man hier sieht, dass hier wenig Covid-Geschehen ist, also trotzdem ist hier viel los oder hier ist viel los. Das Blaue sind ja die belegten Betten. Also die machen nach Belieben ihre Betten auf und zu und erreichen auf diese Weise nahezu immer die 75% hier, diese orangefarbene Linie, die überschreiten sie, dadurch gibt's Geld. Um das nochmal klar zu machen, ne, es wird immer so viel umgewidmet von den Intensivbetten, dass mindestens 75% Auslastung ist und dann kassieren die Krankenhäuser. Ja, es hat also überhaupt nichts mit der realen Anzahl der Patienten zu tun. Ja, das muss man sich vorstellen. Das wird sozusagen immer so kalibriert. Ja, und damit wird Politik gemacht. Und das Schöne, was heißt das Schöne, das Absurde ist hier unten nochmal, das sind die SARS-CoV-2-Patienten. Ja, also wenn die wenigstens bis hier reichen würden, ja, das würde ja für eine Pandemie sprechen vielleicht noch so ein bisschen. Aber die sind hier unten, der Rest, das sind einfach ganz andere Patienten. Und wie wir gelernt haben, innerhalb der SARS-CoV-2-Patienten sind welche, die sind nur positiv getestet, aber überhaupt nicht krank damit. Sondern die sind, wie das vorhin ein Kollege schon ausgeführt hat, hatten Oberschenkelhalsbruch und werden aber erstmal auf PCR getestet. Ja, und wenn sie dann vielleicht an was sterben, an was ganz anderem, dann werden sie trotzdem in die Statistik eingehen als SARS-CoV-2-Tote. Also wem jetzt noch nicht auffällt, dass hier was nicht stimmt, dem kann man im Grunde nicht helfen an der Stelle, würde ich mal behaupten. So, und jetzt zum Schluss, ihr habt tapfer durchgehalten, vielen Dank, ist auch für mich nicht leicht, hier sind so gefühlte 34,8 Grad. Noch ein Schmeckerchen zum Schluss, unsere Kanzlerin soll noch mal zu Wort kommen. Die wird da von einem AfD-Abgeordneten auf den PCR-Test angesprochen und erklärt was dazu. Hört mal genau hin, was sie erklärt. Also, dass verschiedene Varianten auftauchen können, damit müssen wir rechnen, solange nicht die gesamte Weltbevölkerung geimpft ist. Und jetzt werde ich noch mal versuchen zu ordnen, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ein PCR-Test ist positiv. Dann hat der Mensch SARS-CoV-19. Zweitens, mit einem PCR-Test ist ein CT-Wert verbunden, irgendeine Konzentration in Abhängigkeit von der Zeit. Und dieser CT-Wert kann über oder unter 25 sein. Ist er über 25, ist der Mensch ansteckend. Ist er unter 25, ist er nicht ansteckend.
Sie wissen aber nicht, in welchem Moment des Krankheitsverlaufes Sie diese Messung machen. Also hat er morgen einen höheren CT-Wert oder einen niedrigeren CT-Wert. Und davon hängt ab, ob er morgen noch ansteckend ist oder nicht. Das heißt also, im Grundsatz ist der PCR-Test immer ein hervorragender Indikator für die Frage, ob jemand krank ist. Und wenn ich mir den Zeitverlauf von CT angucke, kann ich auch sagen, wann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit ansteckend, wann nicht. Jetzt fragen Sie nach der Inzidenz. Die ist ja was ganz anderes. Die Inzidenz ist die Zahl der Menschen, die einen positiven PCR-Test hatten pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen. Die Inzidenzen beziehen sich ja auf die Erkrankten. Das ist ein wissenschaftlich feststehender Terminus. Sie sagt es jetzt hier richtig, witzig, ja, aber es ist falsch, ja? Und diese Inzidenz, da haben wir eine Evidenz gehabt, dass bei den bisherigen Varianten, ich hole das bei der nächsten Frage rein, bei den bisherigen Varianten die Krankenhaushäufigkeit so und so viel hoch ist und die schwere Erkrankungsverläufe so und so hoch sind und Long-Covid vielleicht so und so hoch sind. Durch das Impfen wird sich das ändern. Das heißt, das, was wir im letzten Winter hatten, dass die Inzidenz in dieser und jener Weise mit der Zahl der belegten Intensivbetten verbunden ist, das wird nicht mehr 1:1 so gelten. Wie das gilt, wie die einzelnen Impfstoffe auf schwere Verläufe wirken, auf die Ansteckbarkeit anderer Menschen, selbst wenn ich selber nicht schwer erkranke, das hängt von der Impfquote ab. Wie viele Menschen lassen sich impfen? Je mehr sich impfen lassen, umso leichter haben wir es. Aber es wird sich durch das Impfen verändern. Und deshalb kann ich Ihnen für den Herbst diesen Jahres noch keine Aussage machen. Ja, okay, so viel von der Bundeskanzlerin. Also ausschließlich auf Basis des äußerst fehlerbehafteten PCR-Tests und durch die beschriebenen zahlreichen Mechanismen werden möglichst hohe Fallzahlen, gleich Erkrankte, generiert, deren individuelles Risiko viel zu wenig berücksichtigt wird und aus denen die Inzidenzen abgeleitet werden, die dem Bundesgesundheitsminister gemäß Infektionsschutzgesetz mittlerweile nahezu jede Möglichkeit geben, die die epidemische Lage von nationaler Tragweite für unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten. Der jeweils schlimmstmögliche anzunehmende Fall wird sehr oft verallgemeinernd in den Fokus genommen und manifestiert sich in immer restriktiver werdenden gesellschaftlichen Spielregeln durch Abstellung sämtlicher Maßnahmen, Verordnungen und Gesetze auf die Kombination der jeweils schlimmstmöglichen einzelfaktoriellen Ausgestaltungen. Entlastende Forschungsergebnisse und Analysen werden systematisch aus dem öffentlichen Diskurs herausgedrängt. Kann man all dies immer noch als ein Versehen, als Betriebsblindheit, als unhalb oder bewusstes Fehler nicht eingestehen wollen interpretieren? Damit möchte ich schließen und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank.